Das hier, liebe Leute, ist der Jeep Avenger. Und die Fans unter euch wissen, der wurde im Oktober 2022 vorgestellt und ist der erste rein elektrisch angetriebene Jeep, den es gibt. Und wenn ihr jetzt aber mal hier runter guckt, an der Seite am Heck des Avenger, dann seht ihr, entweder das hier ist das erste Elektroauto mit einem sehr, sehr schicken dekorativen Auspuff, oder aber unter der Haube dieses Avengers schlummert tatsächlich ein Verbrennungsmotor. Und ich gebe euch einen kleinen Tipp, letzteres ist der Fall. Aber warum macht man das denn jetzt? Warum bringt man ein Auto, das eigentlich als Elektroauto gedacht war, dann nachträglich auch noch als Verbrenner? Ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Also, Punkt 1 ist natürlich die BAFA-Förderung. In Deutschland zum Beispiel ist ausgelaufen. Damit wird es natürlich unattraktiver, ein Elektroauto zu kaufen als vorher, klar. Dann hat uns Jeep aber auch erzählt, dass es die Nachfrage nach dem Verbrenner Avenger schon vorher gab. Ja, da haben sich also Leute in Frankreich und Deutschland den Verbrenner Avenger, den es bei uns nicht gibt, aber in anderen EU-Ländern gibt, nämlich in Italien, in, wenn ich es richtig im Kopf habe, Spanien und in Polen, haben sich den importiert. Ja, und das ist natürlich auch nicht in Jeeps Sinne, weil es dann auf einmal Autos in Ländern gibt, die dafür eigentlich gar nicht gedacht waren. Dann kann es da im Kundenservice Probleme geben. Also hat Jeep jetzt gesagt, wir verkaufen den Benziner, den reinen Verbrenner, auch in Deutschland. Das war schon im letzten Herbst, seitdem kann man den bestellen. Und was es jetzt aber ganz neu gibt, das ist dieses Auto hier. Das hier ist der Jeep Avenger E-Hybrid. Das ist also ein Hybridsystem hier drin. Und was genau das kann, das werden wir jetzt mal ausprobieren. Und wir stellen uns zusätzlich auch die Frage, wie groß ist denn tatsächlich der Verbrauchsvorteil, den ich hier habe? Ich bin vorhin schon eine Runde mit dem Verbrenner mit Handschaltung gefahren und jetzt werde ich genau die gleiche Runde mit dem E-Hybrid fahren und dann gucken wir mal, wie groß ist der Unterschied und lohnt es sich denn tatsächlich, sich für dieses Auto zu entscheiden. Also, wir befinden uns auf unserer Verbrauchsrunde und ich fange jetzt einfach mal an zu erklären, was denn jetzt in diesem Hybridsystem hier im Avenger wichtig ist. Grundsätzlich sind eigentlich zwei verschiedene Komponenten verantwortlich dafür, dass der E-Hybrid sparsamer sein soll als ein normaler Benziner. Das eine ist der Verbrennungsmotor selbst. Der Verbrennungsmotor selbst läuft nämlich im sogenannten Atkinson-Müller-Zyklus. Und das bedeutet, um ganz genau zu sein, dass das Einlassventil in diesem Auto, im Motor, länger offen bleibt, nämlich noch während des Verdichtungstrakts. Ja? Also da, wann in normalen Verbrennungsmotoren das Ansaugventil schon lange geschlossen ist, um eine hohe Verdichtung zu erreichen, da bleibt das im Teillastbereich in diesem Auto noch geöffnet. Das sorgt dafür, dass wieder ein bisschen Luft aus dem Zylinder herausströmen kann und dadurch ist die Verdichtung dann geringer. Dadurch habe ich natürlich zum einen weniger Leistung, zum anderen habe ich aber dann auch einen geringeren Widerstand, weil natürlich weniger Luft komprimiert werden muss als normal. Das ist sozusagen der Verbrauchsvorteil, den man hier hat im Teillastbereich. Das heißt, natürlich kann der Motor auch ganz normal arbeiten. Deswegen brauche ich auch eine variable Ventilsteuerung, sodass ich das eben einstellen kann, so wie ich das brauche. Und dann kommt dazu ja noch der Elektromotor. Der Elektromotor ist im Getriebegehäuse integriert und leistet 29 PS. Das ist also ein 48-Volt-System und diese 29 PS sind eben ein gutes Stück mehr als die meisten anderen Mild-Hybrid-Systeme so leisten und deswegen spricht Jeep hier auch vom 48-Volt-Hybrid. Ja, also es ist kein reiner Mild-Hybrid mehr, denn durch diese 29 PS kann das Auto eben auch stellenweise rein elektrisch fahren. Und wir gucken jetzt einfach mal, inwiefern das Ganze funktioniert. Wir sind jetzt hier gerade auf einer Landstraße und wir halten uns jetzt natürlich immer an die Tempolimits. Ich bin vorhin mit dem Auto ja schon genau mit dem Verbrenner, mit dem 100 PS Verbrenner schon genau die gleiche Strecke gefahren. Und jetzt gucken wir dann am Ende einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Was wir auf jeden Fall schon merken ist, das Auto wirkt durch diese Elektrounterstützung unheimlich entspannt. Ja, also selbst wenn wir ein bisschen mehr Leistung abrufen,
dann dreht er eigentlich nur selten so wirklich aus, sondern er bemüht sich immer ruhig zu bleiben, schaltet früh hoch, das Doppelpunktdruckgetriebe, das ist auch neu entwickelt worden, was hier drin ist. Ansonsten kennt man ja aus dem Stellantis-Konzern vor allem ein 8-Gang-Automatikgetriebe. Hier sitzt jetzt ein 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe drin und wir hören mal. Ja, eigentlich hört man gar nicht so viel. Also das Auto ist relativ gut gedämmt und die Automatik schaltet ohne Zugkraftunterbrechung eigentlich sehr unspektakulär, schnell genug. Das fällt eigentlich kaum auf, das Getriebe, und jetzt im ganz positiven Sinne. Was euch vielleicht auch auffällt, wenn ich hier mal blinke, ich hoffe, man hört das, das Blinkergeräusch ist nicht einfach ein Blinkergeräusch, sondern so ein Drumset, ja, so ein Schlagzeug. Das macht immer so ein bisschen so Bum-Tschack, Bum-Tschack, Bum-Tschack. Und um ehrlich zu sein, finde ich das relativ nervig. Interessanterweise im Verbrenner vorhin, bin ja auch vorhin, wie gesagt, den 100 PS Dreizylinder gefahren, genau die gleiche Runde, da gibt es dieses Geräusch nicht. Da ist das ein ganz normales Blinkergeräusch. Ist mir auch aufgefallen. Und deswegen verwandelt sich der Avenger dann immer so ein bisschen in diesen, ich weiß nicht, kennt ihr das? Wenn man diesen einen Freund hat, der immer denkt, er könnte gut Beatboxen, aber eigentlich kann das gar nicht so gut. Jetzt habt ihr auf jeden Fall noch so einen Freund. Bei dem Avenger wirkt das nämlich nach einer gewissen Zeit auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, man könnte, es wäre schön, wenn man es ausstellen könnte. Kann man leider nicht. Ich kann ja hier einmal auf dem Bordcomputer mal durchschalten. Jetzt zum Beispiel sind wir gerade rein elektrisch unterwegs. Ja, jetzt fahren wir 25 km/h. Und wenn ich jetzt zwar anfange zu beschleunigen, oder es geht bergauf, in diesem Fall beides, dann kommt der Verbrennungsmotor wieder dazu und hilft. Ja, und das ist dann, was dieses Hybridsystem ausmacht. Natürlich hat es letzten Endes nicht die Power, jetzt wirklich bei hohen Geschwindigkeiten, sagen wir, ich fahre jetzt 60, 70, das kennt man ja von diesen Toyota-Hybriden und man beschleunigt leicht, dann können die sogar noch rein elektrisch fahren. Das funktioniert hier natürlich nicht, dazu fehlt dann die Leistung. Aber mir ist es vorhin auch schon gelungen, da bin ich mal so 70 gefahren. Und wenn man dann wirklich rollt und nicht schneller werden möchte, dann funktioniert es tatsächlich, dass das Auto auch dann noch rein elektrisch fährt. Also auch bei ein bisschen höheren Geschwindigkeiten. Was wir jetzt gerade merken, wir fahren von der roten Ampel wieder los und das Auto fährt nicht rein elektrisch an. Ja? Also das heißt nicht, nur weil man diesen Elektromotor hat, dass das mit dem Anfahren nun immer rein elektrisch passieren muss. Das Auto macht es schon manchmal, aber es kommt dann eben auch immer noch auf so ein paar äußere Umstände an. Und man muss natürlich auch sagen, dass das rein elektrische Anfahren ist dann natürlich doch relativ kraft- und akkuintensiv. Kennt man ja auch von Toyota. Ganz oft beim Anfahren geht einmal kurz der Verbrenner mit an, hilft kurz und dann geht er wieder aus. Und so ein bisschen so ist das vom Gefühl hier auch. Jetzt zum Beispiel fahren wir 45. Jetzt ist der Verbrenner wieder dazu angegangen, sind aber gerade eben für 5 Sekunden oder so einfach mal kurz rein elektrisch gefahren. Jetzt zum Beispiel segeln wir gerade. Jetzt gucken wir mal. Jetzt gleichbleibende Geschwindigkeit 46. Jetzt gerade fahren wir nur über den Elektromotor. Wenn ich jetzt Gas gebe, ja, oder auch schon ohne Gas geben, wäre er jetzt wieder mit angegangen. Ja? Also das System zielt natürlich nicht darauf ab, jetzt wahnsinnig weit rein elektrisch fahren zu können. Jeep sagt, das sind bei 30 km/h ist das ungefähr 1 Kilometer am Stück. Dann muss ich natürlich den Akku einmal kurz wieder aufladen. Ich habe vorhin tatsächlich, als es ganz leicht bergab ging, auch mal deutlich über einen Kilometer mit 50 km/h geschafft. Ja, also das geht auch mal, wenn die Bedingungen eben geeignet sind. Aber darum geht es nicht im Wesentlichen bei diesem Auto, sondern es geht natürlich darum, einfach sozusagen die höchstmögliche Gesamtersparnis rauszuholen. Ja, überhaupt mal zum Verbrauch. Jeep gibt 4,9 Liter an. 4,9 Liter im WLTP-Zyklus. Der Verbrenner soll, wenn ich es richtig im Kopf habe, 5,7 verbrauchen, also 0,8 Liter Ersparnis geben sie an. Und wir können jetzt mal einmal reingucken, wo wir unsere Runde hier fahren, gerade ungefähr sind. Und wir sind jetzt gerade bei 6,4. Also jetzt gerade anderthalb Liter über WLTP. Aber wie gesagt, WLTP und Realverbrauch, das sind ja sowieso immer zwei Sachen. Ja. Schauen wir mal, wo das am Ende bei rauskommt.
während wir hier wieder auf das Balocco Testgelände fahren, das Stellantis Testgelände in Italien, auf dem wir uns hier gerade befinden, auf dem dieses ganze Event hier gerade stattfindet, schauen wir also nochmal darauf, was der Avenger jetzt kann, der E-Hybrid, und was er nicht kann. Was er kann, ist neben dem rein unterstützenden Elektromotor eben auch rein elektrisch zu fahren. Das ist also mehr als die meisten, oder was heißt als die meisten, als normale Mildhybride können. Und das tritt tatsächlich im Alltag auch immer wieder auf. Was das Auto nicht kann, ist natürlich wirklich dann über längere Distanzen mal rein elektrisch zu fahren. Ja, das lässt der Akku nicht zu. Ich glaube übrigens, die Batteriekapazität hatte ich noch gar nicht genannt. Das ist knapp unter einer Kilowattstunde. Ja, also irgendwie 900 schieß mich durch Wattstunden. Also wirklich relativ klein. Der Akku sitzt übrigens nicht hinten im Laderaum. Das ist ganz gut, weil dann nimmt er natürlich auch keinen Laderaum weg, sondern er sitzt hier unter dem Beifahrersitz. Hat ein bisschen den Nachteil, dass der dann seine Höhenverstellbarkeit verliert. Kann man also nicht mehr einstellen. Aber ich würde sagen, der Vorteil davon, dass man dann hinten eben noch viel Platz hat, der wäre mir dann diesen kleinen Verlust an Flexibilität an der Stelle wert. Also, dann gucken wir jetzt mal einmal. Schauen wir mal einmal, was das Auto jetzt hier verbraucht hat. Folgendermaßen. Wir sind jetzt hier bei 6,3 Litern. Mit der Info alleine könnt ihr jetzt allerdings noch gar nicht so viel anfangen, weil ich euch noch gar nicht gesagt habe, was der Verbrenner verbraucht hat. Und das blenden wir euch an dieser Stelle jetzt einmal ein. Das war nämlich 7,1 Liter. Das heißt, wir sind jetzt hier 0,8 Liter sparsamer gewesen als mit dem reinen Verbrenner. Wir haben jetzt also herausgefunden, wie sich der Avenger E-Hybrid fährt, und wir haben jetzt auch herausgefunden, was er so spart. Und zwar ungefähr in unserem Fall auf unserer Testrunde, es war keine Autobahn dabei, aber ich würde schon sagen, das Ganze war relativ repräsentativ, 0,7 Liter auf 100 Kilometer laut Bordcomputer. Und jetzt ist es natürlich wichtig, mal zu gucken, ab wann lohnt sich das Ganze finanziell. Da gucken wir uns einmal die Preise an. Der Verbrenner startet ab 25.000 Euro glatt. Und der E-Hybrid startet ab 27.000 Euro glatt. Das heißt, ich habe also 2.000 Euro Aufpreis für den E-Hybrid. So, und wenn ich jetzt mal rechne mit 0,7 Litern Ersparnis auf 100 Kilometer, und wir nehmen jetzt einfach mal einen Spritpreis von 1,80 an, ich weiß, das sind jetzt viele Zahlen, aber am Ende kommen wir da raus bei einer Kilometerlaufleistung, die ich fahren muss, damit sich das Ganze amortisiert hat, von 158.730 Kilometern. Also eine ganze Menge. Jetzt stellt sich also die Frage, ja, lohnt sich das dann? Nein, alleine aufgrund der Ersparnis lohnt sich das Ganze also erst wirklich spät, nach 158.000 Kilometern. Aber ich kriege ja auch was dazu, nämlich einmal habe ich den Mildhybrid und einmal habe ich dann auch das Doppelkupplungsgetriebe. Ja, also je nachdem kann ich es natürlich sehen. Ich kann sagen, gut, ich bezahle für das Doppelkupplungsgetriebe also 2.000 Euro und dann kriege ich quasi den Mildhybrid gratis dazu. Oder eben, ich bezahle für den Mildhybrid 2.000 Euro Aufpreis, und wenn ich dann meine 158.000 Kilometer gefahren bin, dann habe ich das Doppelkupplungsgetriebe gratis dazu. Ja, bisschen Geld muss man also investieren, aber letzten Endes ist es auch für die Umwelt eine gute Sache. Fährt sowieso nicht schlecht, das haben wir festgestellt. Und deswegen würde mich nochmal eure Meinung interessieren. Ist sowas für euch attraktiv? Würdet ihr das machen, oder würdet ihr vielleicht doch eher bei der Handschaltung und dem reinen Verbrenner bleiben? Schreibt uns das in die Kommentare, und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos.